Schlagergeflüster. Sarah Hill besucht die Stars. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlagergeflüster. Heute nehme ich euch mit nach Köln und zwar zu einer Sängerin, die 2007 mit diesem Song ihren Durchbruch feierte. Dann wünsche ich mir Flüsse, die Wasser noch füllen, Sonnen, die weichen und Rosen, die blühen. Küss mich, halt mich, lieb mich für immer. Küss mich, halt mich, lieb mich. Ein Prinz, der sein Leben, sein Herz. Ja, ganz klar. Ich war bei Ella Endlich. Die Sängerin, die eigentlich als Jacqueline Zebisch geboren ist, ging übrigens schon ganz früh ihre ersten musikalischen Schritte. Als Tochter von dem Musikproduzenten Norbert Endlich stand Ella also zum Beispiel schon mit 10 Jahren als Backgroundsängerin im Tonstudio. Und damit nicht genug. Mit 14 Jahren wurde sie sogar zum Teenie-Star Junior. Eine aufregende und sehr prägende Zeit für Ella, wie sie mir bei unserem Treffen verraten hat. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich in einer Maschinerie bin, dass ich ein Produkt bin quasi, ein Pop-Produkt und das zu arbeiten hat und das zu funktionieren hat. Mittlerweile hat Ella ihre Teenie-Karriere natürlich lange hinter sich gelassen und tritt heute als Ella Endlich auf die Bühne. Dennoch gab es für sie 2017 einen Wendepunkt, musikalisch und privat. Sie trennte sich von ihrem Freund und ihrem Management und wollte endlich nur auf sich hören. Ich habe nicht geschaut, wie viele Menschen sind in der Arena von Helene Fischer oder wie viel hat Andrea Berg verkauft oder 1000 Dinge, die man sich als Maßstab nehmen kann. Das kann nicht mein Maßstab sein, es ist nicht der Maßstab von Ella Endlich. Über all das haben wir in Köln natürlich gesprochen und ich hatte die Ehre, Ella während ihrer Tour im Vertrauen zu begleiten und nicht nur sie als Mensch und Künstlerin kennenzulernen, sondern auch live mitzuerleben, wie die Stunden vor ihrem großen Konzert aussehen. Und dabei habe ich spannende Sachen erfahren, zum Beispiel, was auf der Bühne alles passiert, wovon wir Zuschauer nie etwas mitbekommen. Keiner weiß, was eigentlich wirklich abgeht, dass du die ganze Zeit aufstoßen musst oder dass dir dieses Hustenbonbon irgendwie quer gerade in den Zahn hinten rein. Oder wie es ist, wenn plötzlich Dinge doch anders laufen als geplant. Wenn Dinge nicht so sind oder nicht so laufen, finde ich das natürlich schade. All das und viel mehr erfahrt ihr heute in meiner Folge mit Ella. Und dafür nehme ich euch jetzt mit ins Hotel nach Köln. Denn bevor es Backstage und auf die Bühne geht, hat mich Ella in ihr Hotelzimmer für einen kleinen Plausch vorab eingeladen. Und ihr Manager Thomas hat mich exklusiv dorthin gebracht. Also nehme ich euch gleich mit und ich sage euch, freut euch auf einen spannenden Ausflug. So, dann erzähle ich mal meinen Hörern, dass wir nämlich gerade auf dem Weg zu Ella sind, ins private Gemach sozusagen. Wie viele Stunden sind es jetzt noch bis zum Auftritt? 4. 4 Stunden. Da hätte ich jetzt schon Herzkasper erlitten, aber ich glaube, sie ist Profi. Absolut. Ein wunderschön. Hallo. Hallo Ella. Ich bin Sava. Ich stehe schon mit dem Aufnahmegerät vor dir. Ja, aber ich sehe es. Ich hoffe, es ist okay, dass ich dich so überfalle. Ich fühle mich auf Schritt und Tritt jetzt beobachtet von dir. Okay, ich begleite. So, darf ich da jetzt eintreten einfach? Ja, komm rein. Privates Reich. Ja, ich muss sagen, es sieht aus wie ein Hotelzimmer, wie man es sich so vorstellt. Du hast es ist ein Hotelzimmer. Ja, ich vermisse jetzt ein bisschen die privaten Bilderrahmen. Nein, Quatsch. So private Sachen stellst du dir natürlich nicht auf, wenn du so auf Tour bist, oder? Ich habe meistens eigentlich kaum was dabei, was mich an zu Hause erinnert, interessanterweise. Sei denn, wenn ich länger auf Tour bin, dann habe ich ganz gerne meinen Bademantel dabei. Aber bei so kürzeren Shows oder Showblöcken mache ich das dann nicht. Der Bademantel für den Wellnessbereich oder einfach nur so für morgens sich dann
zu Hause fühlen? Nee, es ist mehr so ein Wohlfühlmantel. Also der Bademantel ist bei mir ein Mantel, den ziehe ich auch gerne mal über den Tag an, wenn ich mich zurückziehe und einfach so mich wohlfühlen möchte. Ich glaube, das ist von meinem Inneren, klinke ich mich dann irgendwie aus und sage, okay, jetzt bin ich ganz privat und nur für mich. Ich habe eben gedacht, dein Manager, wir haben mal auf die Uhr geguckt, 4 Stunden noch, ja, bis es dann auf die Bühne geht. Ja, ja. Ich habe das gehört und ich habe ein bisschen Herzrasen gekriegt. Echt? Ja, ich weiß nicht. Guck mal, ich gehe ja nie auf die Bühne. Für mich ist das dann so, Gott, so viele Menschen gucken einen an. Denkst du darüber überhaupt noch nach? Denke ich darüber nach? Natürlich. Also ich stehe morgens schon auf mit dem Bewusstsein, oh, heute Abend habe ich eine Show. Und das ist was Besonderes für mich auch jedes Mal und auch immer wieder eine Herausforderung. Ich habe zwar eine gewisse Routine in meinem, sag mal, so ein Selbstvertrauen. Ich weiß, dass mir auf der Bühne nicht viel passieren kann. Was soll mir passieren? Ich möchte natürlich, dass meine Freude an der Musik irgendwie leben und Angst ist immer ein schlechter Berater. Und meine Stimme wird mich nicht verlassen und die Ohnmacht wird mich auch nicht irgendwie treffen. Von daher, ich habe das alles schon erlebt und die letzten 20 Bühnenjahre auch wirklich ganz als ganz glücklicher Mensch irgendwie verlebt. Und ich zum Beispiel, wenn ich Zuschauer bin in irgendeiner Show, dann freue ich mich immer über Menschen, die sich entspannen auf der Bühne, die nicht getrieben sind von Angst und Wahnsinn. Ich habe das total gerne, wenn ich Leuten beobachten kann, wie sie sich frei fühlen. Ne? So versuche ich das auch irgendwie für mich zu sehen. Also welche Person würde ich gerne eigentlich sehen oder da treffen? Und dann komme ich immer ziemlich cool runter und sage mal, hey, worum geht's eigentlich? Und da kann ich mich wirklich auf die Botschaften meiner Songs verlassen und auf das eigentliche Anliegen in dem Ganzen. Aber ich finde, entspannt ist ein gutes Stichwort. Die Hörer können dich jetzt leider nicht sehen. aber Ella sitzt hier in den Hotelschlappen und ich weiß nicht gar nicht, ist das eine Jogginghose oder? Nee, das ist etwas lockere... schwarze Hose. Ja, also sie ist ganz in schwarz, aber sehr stilvoll. Ich finde, du siehst sehr entspannt aus. Auf mich wirkst du, als hätte ich dich... Ja, es ist zwar ein Hotelzimmer, aber es könnte gefühlt auch bei dir im Wohnzimmer sein. Ja, genau. Also ich meine, ich habe mir jetzt für dich nicht noch extra meine Straßenschuhe angezogen und bin jetzt auch nicht Show-Make-up-mäßig drauf, sondern es ist wirklich sind wirklich die letzten Stunden vor so einer Show, wo ich... tatsächlich in solchen Schlappen in meinem Hotelzimmer bin und mir schon mal in Erinnerung hole, wie das Setup der Show ist, die einzelnen Songs. Was wollte ich da nochmal sagen? Habe ich das beim letzten Mal überhaupt hinbekommen in der Kürze der Zeit? Jede Show ist anders. Du kannst dir noch so viel vornehmen oder sagen, das und das möchte ich ganz gerne als Information noch da lassen. Ob du es dann alles in dem Moment immer so hinbekommst, ist die Frage. Aber dafür erzählst du dann andere Dinge und andere Dinge entstehen oder andere Situationen entstehen. Ellas aktuelles Album Im Vertrauen liest sich für mich ein bisschen wie ein Tagebuch. Denn es zeigt mir ganz gut, welchen Umbruch Ella so erlebt hat. Ich finde, man hört förmlich, wie sie Ballast abgeworfen hat. Nicht nur, um neu zu denken und neue Wege zu gehen, sondern auch ganz bei sich zu sein, sich treu zu sein und sich wertzuschätzen. Dazu sprechen wir auch gleich noch mehr. Aber was ich sehr spannend finde, all das klingt ja genau nach dem, was wir doch alle anstreben, oder? Ganz bei uns sein, egal was alle sagen. Aber ist das denn am Ende wirklich so? Ist Ella heute die Meinung der anderen wirklich egal? Es würde mich immer interessieren, was die Leute denken oder ob ich sie berühre oder ob sie das genauso sehen wie ich. Aber ich kann mich beim Schaffensprozess nicht daran orientieren, was die anderen denken mögen. Das heißt, ich kann nicht mit dieser Instanz ins Studio gehen und sagen, ich möchte ganz gerne genauso einen Hit haben wie. Ich würde ganz gerne versuchen, dass ich das und das damit erreiche. Mhm. Denn das ist nämlich schon wieder der Stopp-Prozess für jede Schöpfung, glaube ich. Sondern du nimmst es wirklich, ohne selber zu manipulieren, holst du das von irgendwoher. Von denen, wo du merkst, da ist ein Zauber drin. Da ist die Wahrhaftigkeit. Da ist das, die Verletzlichkeit, die eigentliche. Mhm. Und da holst du das her. Wenn du schon im Morgen bist und im Erfolg denkst, also habe ich noch nicht erlebt, dass ich irgendwie einen großen Hit geschrieben habe. Und das ist die Art und Weise, wie ich jetzt heute ins Studio gehe. Was war denn so das schönste Kompliment, was du auf deine Neuentwicklung bekommen hast, wo du sagst, oh, toll, der hat voll verstanden, was ich will? Jemand hat zu mir gesagt, du bist jemand, der gut tut. Und ich glaube, das ist für mich das größte Kompliment, das mir jemand machen kann.
Umgibst du dich auch mit Leuten, die dir gut tun? Ja. Ja? Ja, na klar. Also jetzt natürlich noch mal ganz anders, weil ich gemerkt habe, für mich, in welche Qualität ich gerne kommen möchte oder was mich jetzt anzieht, was mich anspricht. Und es sind Menschen mit einer hohen Herzenergie, mit einer hohen Wahrhaftigkeit, Menschen, die sich trauen, in den Spiegel zu schauen, die keine Angst haben. Das sind automatisch Menschen, die ich jetzt auch anziehe und die in mein Leben kommen und mit denen ich mich umgeben darf. Ich muss sagen, ich fühle mich hier auch wohl. Ach, das ist so schön. möchtest du ein bisschen Wasser haben? Gut. Ohne Kohlensäure kann ich dir was anbieten. Ja, ich mag gerne ohne Kohlensäure. Okay. Wir sind ja im Hörspiel. Das stimmt, ja. Die Ella denkt mit, das finde ich gut. Aber jetzt mal sowas Banales, wo ich den Apfel angucke. Mhm. Wie sehr achtet man, wenn man auf Tour ist, nicht krank zu werden, wirklich nur gesunde Vitamine zu essen, McDonald's zu meiden? Okay, ich möchte keine Werbung machen für McDonald's, aber Fast Food meiden. Ja, ich bin ja eh nicht so ein Fast Food-Typ. Ich ernähre mich von Hause aus eigentlich recht gesund. Ich esse auch tatsächlich viel. Das glaubt man immer nicht, wenn man nicht anschaut. Ich kann es selber nicht glauben, ja. Ich bin schlank und muss nicht so viel dafür tun. Also es ist wirklich, ich bin das absolute Dorn im Auge von vielen, die sich nur um ihre Figur drehen müssen in ihrem Leben. Das tut mir auch immer sehr leid für die anderen. Also mir schmeckt Gesundes und ich kann aber trotzdem so viel essen, wie ich will. Und ich werde nicht dick davon. Obst gehört für mich absolut auf dem Speiseplan wie Gemüse, Fisch. Und wenn ich auf Tour bin zum Beispiel, finde ich das für mich total wichtig, gut zu frühstücken. Das ist irgendwie das A und O. Ansonsten komme ich gar nicht über diese ganze Reise-Arie, die ich dann teilweise habe, von Show zu Show oder von Stadt zu Stadt zu kommen, wenn ich nicht gut gefrühstückt habe. Ja, sagt man ja, so die Königsmahlzeit am Tag. Genau. Ne? Ja, finde ich auch. Und gibt es so Regeln, bevor man auf die Bühne geht, sollte man etwas irgendwie nicht mehr so viel essen oder nicht mehr so, ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Sachen, die man beachten muss? Ja, also wenn ich einen Kurzauftritt mache, ist das okay, wenn ich vorher ein bisschen was esse oder eben halt auch mich satt esse. Ich kann aber vor einer anderthalb Stunden Show mich überhaupt nicht richtig vollhauen. Also das merke ich einfach, weil ich mich so viel bewege, weil so viel passiert, ich schwitze ja auch, dann fühlt der Magen sich einfach nicht gut an und es kommt einem hoch und man denkt sich die ganze Zeit, oh Gott, hätte ich nur nicht den nächsten Teller auch noch gegessen. Ja, ich hau ja sehr gerne rein, wenn ich Hunger habe, aber das vermeide ich dann vor den Shows. Oh Gott, das stelle ich mir echt unangenehm vor, wenn du denkst, ich stehe jetzt gerade auf der Bühne, aber mir ist gerade gar nicht gut, oh Mann. Aber ja, ich glaube, da hat man ganz andere Kräfte, ne? Wenn man oben steht, da kann man sich ganz anders zusammenreißen. Ja klar, also die Bühne ist so die Macht der Behauptung, ne? Keiner weiß, was eigentlich wirklich abgeht, dass du die ganze Zeit aufstoßen musst oder dass dir dieses Hustenbonbon irgendwie quer gerade in den Zahn hinten rein und beim höchsten Ton der Ballade fällt es irgendwie runter und du denkst dir so, Gott, also es ist so eine Parallelwelt, die da manchmal abgeht oder eben halt auch eine Kommunikation unter den Musikern, einer hat sich verspielt, hat die falsche Abfahrt genommen, hat einen falschen Chord irgendwie voll selbstbewusst reingehauen und zwar irgendwie falsch. All das kommt vor, aber die Bühne hat irgendwie so einen magischen Rahmen, einen magischen Raum, dass die Leute oft denken, das muss so, das gehört alles so. Ja, ja. Die Leute wissen ja unten eigentlich nicht, wie es wirklich geplant war und deswegen, genau. Die nehmen das, was sie sehen und finden das meistens sehr gut. Ja. Genau. Denn, oh, irgendjemand ruft hier gerade an. Ja, ja, geh ruhig ran, alles gut. Dann trinke ich mal mein Wasser, was du eingeschüttet hast. Ah. Am Hörer ist Ellas bester Freund Marc. Er ist selber Künstler und hat sich lange Jahre mit Ella eine WG geteilt. Zu den beiden gehört auch noch eine weitere sehr gute Freundin. Und die drei sind ein Dreiergespann, das sich seit Ellas 18. Lebensjahr kennt. Dass Ella noch Freunde von früher hat, das bedeutet ihr viel, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade in ihrem Job Freundschaften zu pflegen, ist nämlich gar nicht so leicht. Als Künstler hat man ja schon ein anderes Leben. Du hast nicht diesen 9-to-5-Job, du hast nicht diesen Alltag, den ja nun viele haben. Mhm. Und gerade heute besuche ich dich in, das ist dein Alltag? Mhm. Und er ist irgendwie kein Alltag, weil es ist ein anderes Zimmer, es ist eine andere Stadt. Ja, ganz viele Überraschungen, die du nicht einplanen kannst. Stimmt, ja. Wie ist es dann, Freundschaften zu führen? Ist es schwieriger? Hat man viele Freunde? Viele oberflächliche Freunde vielleicht oder wenige gute? Ich glaube, das konzentriert sich auf die, die es wirklich sind irgendwann.
Also die, die es nicht sind oder die nur Bekannte sind, dafür fehlt einem einfach die Zeit, auch einfach das aufrechtzuerhalten. In Anführungsstrichen die Lüge einer besten Freundschaft oder so. Natürlich fehlt eine Selektion. Fehlt einfach die Zeit für solche Spielereien. Wenn ich wirklich ein Problem habe oder dass mir irgendwas wirklich mich ganz schlimm anfasst, dann rufe ich meine 2, 3 Leute an. Das war's. Mehr brauche ich nicht. Mein Job generiert mir jeden Tag so viele neue Bekanntschaften. Ich werde so teilweise von Eindrücken überflutet und mit Menschen in Berührung gebracht, die toll sind und die mir auch was erzählen und denen ich was erzählen kann. Aber es ist doch sehr flüchtig. Sehr flüchtig. Und man muss auch ein Typ sein, der das irgendwie mag und damit umgehen kann. Ich kann mich schnell auf neue Situationen einlassen. Aber es geht einem meistens ja da, wenn einem wirklich was schlimm anfasst, dass man dann einen guten Gesprächspartner findet. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn du den irgendwann nicht mehr hast oder dich da so runter, wie sagt man, so als Star oder was weiß ich, wenn ich mir stehe mal vor Justin Bieber oder so, der irgendwann mit all seinen Freunden gebrochen hat und so, weil die Situationen einfach so waren, er muss sich verdammt einsam gefühlt haben irgendwann mit seinen 16 Jahren. Aber schön, dass du das sagst, weil du hast ja auch eine Teenie-Karriere gemacht. Ja. Mhm. Und in deinem Song Geschichten kommt diese Zeile, ich weiß jetzt nicht O-Ton, aber dass es eben dann nach Amerika ging, L.A. und plötzlich hattest du Heim und wolltest doch wieder nach Hause. Über Ungarn die Mauer vernichtet und von West-Berlin dann nach Amerika mit 15 Teenies da, ich hieß Julia. Doch die große Welt kann ganz schön einsam sein und nur nach Hause, ich wollte heim. So viel passiert, gelacht, geweint und ich weiß genau, ich bin hier nicht allein. Das klingt für mich, als hättest du das aber auch mal erlebt, so dieses Berühmtsein, und das bist du ja, und trotzdem irgendwie einsam. Ja, also ich habe das damals erlebt, das war eine tolle Zeit. Ich war 14, 15, 16 und ich konnte irgendwie etwas, was mir vorschwebte, was mir Spaß gemacht hat, irgendwie ausleben. Ich habe ganz tolle Orte gesehen in dieser Welt. Viva, The Dome, das ganze Programm, die 90er, tolle Tanzaktionen geliefert, Choreografien gelernt. Also was mir wirklich Spaß gemacht hat. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich in einer Maschinerie bin, dass ich ein Produkt bin quasi, ein Pop-Produkt und das zu arbeiten hat und das zu funktionieren hat. Und dann ist es für ein Kind oder für einen Jugendlichen gar nicht mehr, also das sind überhaupt gar nicht die Dinge, die einen dazu gebracht haben, das zu machen. Also die eigentlichen, wirklichen Anliegen lagen woanders. Das war aus einem Spaß und aus einer Spontanität geholt, was auf einmal eine harte Realität wurde und ein hartes Arbeitsbusiness. Und das habe ich, als ich so jung war, gar nicht richtig verkraftet und habe natürlich meine Freunde zu Hause vermisst, war in der großen, weiten Welt und habe mir eigentlich nur was ganz Profanes und Langweiliges gewünscht, nämlich mein jugendliches Leben irgendwie fortzuführen und fand es auf einmal als Last oder Bürde irgendwie da nach oben katapultiert worden zu sein. Und ich glaube, das war ja nur in Anführungsstrichen eine deutschlandweite Karriere, die 2 Jahre dauerte, was erfolgreich war, aber ich stelle dir vor, du bist Justin Bieber oder du bist Britney Spears und du merkst auf einmal, irgendwas in mir ist kaputt gegangen gerade. Und wie gehst du dann damit um? Und man hat es natürlich, man verfolgt es auf eine Art, aber keiner steckt da wirklich drin und das ist, glaube ich, kein großer Spaß. Jetzt sitzen wir hier im Hotelzimmer. Magst du dieses Reisen? Ist das so etwas, was du total gerne magst oder sagst du, doch, ich mache das, weil das mich zu meinen Fans bringt und das ist meine Art, meine Musik ja auch rauszubringen. Aber eigentlich bin ich schon gerne auch zu Hause. Hat sich ein bisschen geändert über die Zeit. Ich würde mal sagen, so diese ersten 8, 9 Jahre fand ich großartig, irgendwie rumzukommen, Hotels, andere Städte. Abends, aufregend. Ja, auch, ne? Und abends nach der Show irgendwie dann noch schön weiterziehen und irgendwas Neues kennenlernen. Mittlerweile ist mir mein Zuhause als Tempel und als Rückzugsort und Wohlfühlort so wichtig geworden, dass ich so mein Inneres immer total darauf freut, auch wieder nach Hause zu kommen. Da ist übrigens auch mein kleiner Kater. Cotton heißt er, genau. Der ist weiß und klein und taub. Und der braucht natürlich auch Fürsorge und vermisst mich, wenn ich weg bin. Das heißt, da habe ich so ein bisschen, mich dahin entwickelt, dass ich auf eine Art und Weise häuslicher geworden bin.
Das ist lustig, ne? Wie das man mit dem Alter dann irgendwie doch ein bisschen wird. Ja, ja, so ganz automatisch. Also ich ziehe natürlich auch gerne mal um die Häuser mit meinen Freunden. Und gerade heute hier in Köln, wo mein bester Freund noch kommt. Und der sagt zu mir, ja, ich bin dann seit 23 Uhr bei euch im Hotel. Und dann, wo gehen wir noch hin? Und ich so, okay, alles klar. Und mit ihm habe ich halt diese positive Energie, dass ich genau weiß, also klar, lass uns irgendwie nochmal 2-3 Stunden irgendwo hingehen, klar. Aber das kann ich dann irgendwie nicht auf Tour, nicht jeden Abend machen. Das kann ich wirklich nur mit ihm dann einmal machen. Also wie viel Rock'n'Roll ist es denn, wenn man auf Tour ist? Ich weiß nicht, ist es eigentlich viel langweiliger und man geht um 10 nicht mehr an die Bar und um die Häuser, wie du heute mit deinem besten Kumpel, und geht eigentlich schlafen, weil man sich regenerieren muss? Ich muss ehrlich zugeben, dass überhaupt das Tourleben an sich mit dem Rumreisen, mit dem morgendlichen Aufstehen, mit dem wieder 3-4 Stunden im Auto sitzen, mit dem sich auf neue Begebenheiten einstellen, andere klimatische Verhältnisse, wieder ein anderes Bett, wieder ein anderes Hotel, neue Leute kennenlernen, wieder heute den Abend bestehen und irgendwie was Großartiges entfachen, ein Feuer entfachen. Das an sich ist überhaupt schon Rock'n'Roll. Für den Körper, für den Geist, für die Stimme, für insgesamt. Das an sich ist schon Rock'n'Roll. Wenn ich jetzt noch anfange, richtig hart zu saufen und Party zu machen, halte ich das ungefähr 3-4 Tage aus und dann bin ich einfach durch und habe entweder A, keine Stimme mehr oder fühle mich einfach überhaupt nicht gut. Das heißt, ich muss mich disziplinieren auf eine Art. Ich muss wissen, wofür ich bestellt bin auf diese Tour. Und ich möchte natürlich das beste Ergebnis meinen Fans bieten. Das ist meine Gesundheit, das ist meine Freude an dem Ganzen. Wenn ich mir das am Abend abfeiere, kann ich es nicht bringen. Tatsächlich habe ich erfahren, in Ella schlagen 2 Herzen in einer Brust. Sie liebt es, Party zu machen, aber auf der anderen Seite lebt sie auch sehr achtsam. Das ist ein Wort, das Ella übrigens sehr gut gefällt, Achtsamkeit. Bei unserem Treffen habe ich auch gemerkt, Ella ist jemand, sie achtet auf sich und weiß ganz genau, was ihr gut tut. Und genau das, gut zu sich zu sein, ist auch ein ganz großes Thema in ihrem Song Gut gemacht. Hören wir doch mal rein. Schau in den Spiegel und sag mir dann, wen du dort siehst. Ist dort im Spiegel ein Mensch, den du mit allem liebst? Ein Mensch, der furchtlos all seinen Träumen entgegengeht, der sich für keine Schwäche jemals schämt. Wie oft sag ich's dir und wann glaubst du es mir? Für dich klingt's abgehoben, du kannst dich selber loben. Sag mal, gut gemacht, das hab ich gut gemacht. Was unten war, liegt oben, bist richtig abgebogen. Sag ruhig, gut gemacht. Dieser Song Gut gemacht, mich hat er wirklich berührt. Also ich habe tatsächlich, ist es ein Tränchen gelaufen. Weil ich dachte so, das ist einfach, ich finde, man ist oft so hart mit sich selbst. Weißt du, man geht so oft mit sich ins Gericht und ist irgendwie, man vergleicht sich vielleicht auch viel. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. In diesem Leistungsprinzip zu bleiben, heißt immer, sich mit anderen zu vergleichen. Und da kannst du nur verlieren. Das heißt, dein Selbstwert vor dir ist so gering dann oft, weil du immer siehst, wer ist besser, wer ist schneller, wer ist da. Wenn du mal diesen Blick von den anderen wegnimmst, das ist, was ich mit meinem Album gemacht habe. Ich habe nicht geschaut, wie viel Menschen sind in der Arena von Helene Fischer oder wie viel hat Andrea Berg verkauft oder 1000 Dinge, die man sich als Maßstab nehmen kann. Das kann nicht mein Maßstab sein. Das ist nicht der Maßstab von Ella Endlich, sondern warum bin ich hier? Warum habe ich diese Stimme? Warum habe ich diese Möglichkeiten und bereits diesen Wirkungsgrad? Kann ich da, wo ich gerade schwinge, wo ich bin, etwas Eigenständiges, Besonderes erzählen? Gibt es da etwas, was ich teilen kann? Und da sind mir auf einmal so viele Dinge aufgefallen. Und es ist nicht zu sagen, ey, ich bin der Held hier und ich bin das und all das, sondern es ist zu sagen, ich bin nicht geboren als Held, sondern ich wurde stark über meine Erlebnisse. Und die haben mit Tränen und auch mit Schmerzen zu tun. Total, ja.
Das finde ich, ja. Ich glaube das ganz oft, und deswegen ist auch das Thema, das ewige Thema von in welches Genre gehörst du, was auch immer. Ich habe völlig genrefrei gedacht beim Texten. Mhm. Ich habe mir nicht gedacht, wie kriege ich den nächsten Schlagerhit irgendwie gebacken? Wie schaffe ich es in der Pop-Schlagerbranche irgendwie zu bestehen oder so? All das war überhaupt nicht in meinem. Meine Maßgabe war, ich vergleiche mich nicht und ich orientiere mich an niemandem. Und so entsteht etwas komplett Eigenständiges, was für sich steht, was man, über das man streiten kann, das man sonst wie finden kann. Aber ich glaube, das ist das beste Album, das ich je geschrieben habe. Und ich fand, das ist so ein Album, wo, also das war auch so mein Gefühl, sich wertvoll fühlen einfach für das, was man ist. Ja. Das fand ich schön. Ja, das ist dieser Löwe in Afrika, der mir begegnet ist. Mhm. Der macht sich keine Gedanken darüber, wie schön er ist, wie gefährlich er ist, wie er der König des Ganzen ist, sondern er ist einfach. Er erscheint und ist. Aber gerade wenn du in so einer Maschinerie groß geworden bist, mhm. wo ja viel reduziert wird auf ein Produkt, sage ich mal, mhm. fängt man dann an, seinen Wert zu hinterfragen? Also das ist ein ganz großer Trugschluss. Wenn die anderen einen reduzieren, ist es die eine Sache. Man darf sich selbst nicht reduzieren. Man muss sich ernst genug nehmen. Und das habe ich getan irgendwann. Aber das war auch ein Prozess, ne? Es war ein Prozess, natürlich, bis hierhin. Jetzt bin ich 34. Geh mal ruhig an die Tür, es hat geklopft. Wer kann es sein? Wer kann es sein? All good things. Hello. Ja, wie ihr schon gehört habt, Ellas Manager Thomas ist da. Denn im Gegensatz zu uns hat er die Zeit nicht vergessen und die Uhr genau im Blick und weiß, jetzt ist es Zeit zu gehen. Was erwartet mich denn jetzt? Jetzt haben wir ein bisschen geplauscht im Hotelzimmer, aber eigentlich, es fängt ja erst an. Es fängt ja erst an. Ich mach mich jetzt mal zum Soundcheck, mache ich mich jetzt mal los mit meinen Jungs. Und für mich beginnt jetzt tatsächlich schon die Konzentration. Also wie klingt's, wie ist die Bühne? Also Ella wuselt jetzt hier auch so ein bisschen rum. Man merkt, es wird gepackt, es wird sich angezogen. Aber wie ist es denn? Kommt nachher noch ein Stylist um die Ecke oder machst du alles in Eigenregie? Ich mache das alles in Eigenregie, einfach weil es praktischer ist für mich im Everyday-Business. Ich habe mittlerweile auch so ein paar Schminkskills drauf und mache das ja auch schon ewig. Und fühle mich wohler, wenn ich mein eigenes Timing haben kann und wenn es nicht noch ein extra Department gibt, das dann auf mich wartet und in der Maske irgendwie so ne, mich erwartet. Da finde ich das einfach schön, das für mich selbst zurecht zu machen. Und das hat auch ein bisschen was mit Meditation zu tun für mich selbst, mich einzuschwingen auf wie bin ich heute drauf. Ja, genau. Und ganz nach dem Motto, du hast die Haare schön, hat mich persönlich mal interessiert, wie kriegt Ella eigentlich immer diese Löwenmähne hin? Also erstmal habe ich Volumen. Ja, du hast dicke Haare, ne? Ja. Da lässt sich allein schon mal viel mitmachen. Wenn ich aus dem Meer komme, ist aus dem Löwe. Ist schon mal geil. Schon mal geil. Voll gut. Nichts unter geil, haben wir eben gesagt. So. Das Motto müsste ich auch noch unterbringen. Nichts unter geil. Nichts unter geil. Ja, das finde ich gut. Ist das dein Lebensmotto? Ist das ernsthaft? Ja. Also für das Album war es das auf jeden Fall. Okay, also wir gehen jetzt auch nur auf die Bühne, nichts unter geil, ja? Du hast eine Jacke? Ich habe eine Jacke und ich lege mich mal gerade aufs Bett, damit ich mich anziehen kann. So viel passiert. Du kriegst jedes Mal so ein Privatkonzert, ne? Das ist nicht für dich nichts Besonderes. Also wir gehen, ja? Es ist time to go. Es ist so. Tschüss, schönes Zimmer. Hast du deine Karte? Das ist die Standardfrage. Das ist übrigens einer unserer Privatjokes, meine Hotelkarten immer zu vergessen im Hotelzimmer. Okay. Ich habe sie aber jetzt. Und dann geht es runter in die Hotellobby. Hast du dich eigentlich schon eingesungen oder machst du das noch? Ich habe so ein leichtes Humming schon hinter mir, warm machen. Und dann gehe ich so noch so ein bisschen in den Feinstift später. Aber so, das ist ja ein Werkzeug, das hast du einfach, ne? Das ist ja einfach da. Also wenn ich länger nicht gesungen habe, muss ich mich schon warm machen. Ne? Aber da ich jetzt im Tourmodus bin und jeden Abend gesungen habe, muss ich mich eigentlich gar nicht mehr so lange einsingen.
So ein bisschen wie ein Muskel, der schon warm ist und vortrainiert. Aber jetzt mal ehrlich, wenn man so ein Publikum hat, was einfach ätzend ist, und die gibt es doch manchmal, die einfach nicht warm werden, die einfach nicht mitsingen, da würde ich würde verzweifeln. Dann würde ich sagen, okay, jetzt mache ich auch nur noch halbe Flamme. Es gibt öfter mal, wo du auf der Bühne stehst und merkst, ich fühle es gerade nicht und sie unten fühlen es irgendwie gerade auch nicht. Und was machen wir jetzt? Sollen wir es hier beenden? Und du musst ja, es geht trotzdem weiter, ne? Und dann erinnerst du dich irgendwie an ein, zwei schöne Textzeilen, die irgendwie, und dann freust du dich natürlich wieder an deinen Nummern und überspielst das alles so ein bisschen, aber du gehst von der Bühne mit diesem grundsätzlichen Gefühl von, war das jetzt wirklich da oder was war los, ne? Und dann passiert ab und zu. Aber es gibt für mich keine Option, da runter von der Bühne zu gehen. So, Taxi ist da. Und es schneit und es ist kalt. Aber es ist irgendwie kein romantischer Schnee. Und so geht es auf zur Location. Und auch für Ella ist der Weg dorthin an diesem Tag besonders spannend. Denn ihr Konzert in Köln musste kurzfristig verlegt werden. Das heißt, Ella kennt die neue Location noch gar nicht, in der sie spielen wird. Und ahnt auch noch nicht, dass sie eine kleine Herausforderung mit sich bringt. Aber dazu später mehr. Erst einmal war ich überrascht, als wir im Auto saßen. Aber ich muss sagen, jetzt mal um Hörern irgendwelche Illusionen hier zu nehmen, es ist nicht so, dass man in der Limo abgeholt wird oder... Also es ist jetzt nicht immer alles so krass super glamourös, oder? Wie man sich das, glaube ich, so vorstellt. Ja, das stimmt. Gerade auf Tour ist vieles ein bisschen Rock'n'Roll oder mit, wie sagt man, oder improvisierter zu betrachten. Es war jetzt nicht so das fancy Hotel, wo du sagen würdest, okay, 5 Sterne, sonst was mit Spa-Bereich. Das ist von der Ökonomie, glaube ich, einfach gar nicht zu bewerkstelligen, ne? Auf so einer Länge der Tour. Und da musst du dann auch immer, na klar, Abstriche machen. Also Diva darf man nicht sein als Künstlerin. Da tut man sich eher schwer, oder? Na, du musst es dir leisten können, Diva zu sein. Wer kann sich das leisten? Ich glaube, einige können sich das leisten. Aber also nicht nur eine Mariah Carey oder so. Die Frage ist, willst du eine Diva sein? Willst du es dir leisten können? Wofür stehst du? Warum machst du das alles? Und ich bin ja nicht wegen des Geldes hier, oder dass ich in Limousinen fahren kann oder in Spa-Hotels sein kann, sondern ist mir egal, in welchem Auto ich zum Gig fahre. Hauptsache, ich kann zu meinem Gig fahren. Also wir sind da, mitten in Köln. Sieht echt aus wie ein Rock'n'Roll-Club. Total. Oder? Urban, auf jeden Fall. Oh, Rock'n'Roll. Oh, yeah. Aber irgendwie ist es ein bisschen romantisch, so im Schnee. Finde ich gut. Laufen wir jetzt zum Graffiti-besprühten Club. Jetzt fühle ich mich wie in Berlin, so ein bisschen, tatsächlich. Ich fühle mich auch gerade ein bisschen wie in Rummelsburg oder so. Ich finde es aber cool. Oh. Ich muss aber aufpassen, dass denn hier halt so ein Beinbruch. Mit dem Gips auf die Bühne wollen wir nicht gehen, ne? Nein, ich glaub, meine Fans kommen heute mit dem Schlitten an. Das wäre cool, ja. Und dann gehen wir rein in den Rock'n'Roll-mäßigen Club. Und er hält, was er äußerlich verspricht. Es ist ein dunkler Partyclub. Aber er ist vor allem eins: wahnsinnig kalt. Und schnell wird klar, dass es nicht die typische Location, in der Ella sonst ihre Konzerte gibt. Also, das, wofür ich hier bin, das werde ich natürlich erfüllen. Aber für mich, wenn Dinge nicht so sind oder nicht so laufen, finde ich das natürlich schade. Möchte, dass sich alle wohlfühlen. Und wenn ich solche Räume, solche Unterkühlten vorfinde, in denen meine Band irgendwie sich aufhalten muss, dann tut mir das alles sehr leid. Es stimmt. Man sieht förmlich seinen eigenen Atem. So kalt ist es in der Location. Eine Stunde macht Ella ihren Soundcheck, geht ihre Songs durch, aber im Wintermantel. Und währenddessen spreche ich Backstage mit ihrem Manager. Dass man nicht so läuft, ne? So, wenn es eine Überraschung gibt, wir haben ja gerade geklärt, manchmal müssen Künstler flexibel sein und sich auf alles einstellen. Ist man da als Manager auch manchmal so ein bisschen der Seelsorger, wollte ich jetzt nicht sagen, aber der einen dann emotional auch ein bisschen auffängt und sagt, komm, das macht gar nichts. Ja klar, alles. Ein Seelsorger, Troubleshooter, aber das ist halt der Job sozusagen, nicht? Und man... Leidet ist zu viel, aber ich sehe natürlich die Situation und ich sehe auch, was sonst passiert. Und dann muss man natürlich da sein für die Künstler, das ist ganz klar. Ne? Ist ja doch eine Art Beziehung und Management ohne Vertrauen und ohne diese Empathie und dieses gegenseitige Verstehen geht sowieso nicht. Aber es ist ja sehr kalt in der Location.
Erzähl nochmal, warum ist das ein Problem, diese Kälte? Die Kälte ist einfach, wenn man noch weitere 10, 12 Termine vor der Nase hat und sich erkältet und wegen einer so einer kalten Location etwas anderes ausfallen muss, ist nicht okay. Es ist auch nicht okay, weil es einfach Bühnenanweisungen gibt, wo alles drinsteht, wie es zu sein hat, damit es funktioniert. Und das sollte eingehalten werden. Und das, was sagst du den Künstlern? Zähne zubeißen und durch? Von wir reisen ab bis hin zu Augen zu und durch gibt es viele Grautöne. Gab es schon mal Reisen wir ab? Wir reisen ab? Natürlich. Aber jetzt nicht mit Ella. Aber natürlich gibt es Situationen, das kann man nicht machen. Die sind nicht tragbar. Die sind nicht tragbar oder nicht bezahlt zum Beispiel. Okay, lassen wir das so stehen. Nachdem der Soundcheck beendet ist, fahren wir wieder zurück ins Hotel. Und während Ella sich zurückzieht, sich fertig macht und nochmal in Ruhe ihre Setlist durchgeht, treffe ich in der Hotellobby ihren Voreact, DSDS-Gewinnerin Marie Wegener. Sie gewann die Staffel, in der auch Ella Jurorin war und darf sie jetzt auf Tour begleiten. Für die 17-Jährige ist das eine echte Ehre. Was hast du denn jetzt bei ihr gelernt, was vor allen Dingen das Tourleben anbelangt? Was hast du dir da von ihr abgucken können? Also sie hat mir sehr, sehr, sehr viele Tipps gegeben, auch einfach so sie auf der Bühne so zu beobachten, diese Selbstsicherheit, also dieses einfach so an sich glauben, auf sich vertrauen. Das ist so eine Sache, die ich mir so ein bisschen von ihr abgeschaut habe oder sie mir einfach gesagt hat, weil natürlich ist es für mich manchmal noch so ein bisschen so, oh, ich bin nervös und auch nicht mal immer ganz safe oder mal unsicher, das ist ja ganz normal und sie strahlt so eine Selbstsicherheit aus, so eine Personality so auf der Bühne und das ist richtig cool, das kann man richtig gut auch abgucken, auch gerade wenn man so sie bei mehreren Terminen hintereinander sieht, wie sie das durchzieht und mega gut macht, auch richtig krass und musikalisch natürlich auch, ne? Sie hat ja auch studiert und dann kann man einem natürlich auch mal so ein paar Tipps geben und das ist eigentlich echt, echt cool. Aber was ich bei ihr bemerke, korrigiere mich, wenn ich falsch das einschätze, aber sie ist schon jemand, die guckt auf sich, die fordert sich auch die Zeit dann für sich ein, ne? Wenn hier alles chaotisch ist und alle sagen, oh, das muss jetzt noch gemacht werden und dies, da ist sie als Künstlerin schon... Passt auf, dass das hier nicht ohne sie die Rechnung gemacht wird. Genau, sie ist auch immer bei sich so, weißt? Also sie ist halt immer so, egal was außerhalb passiert, so, sie ist halt trotzdem immer da und immer so, ja, wie soll ich das sagen, einfach bei sich geblieben. Also sie lässt sich nicht ablenken, sie ist immer so voll in ihrer Line und auch nicht aus der Ruhe bringen und das finde ich halt echt krass so, ne? Also, und sie weiß so, wer der Chef ist so, sie weiß so, das und das muss jetzt passieren und das passiert jetzt, sie hat immer den Überblick. Und das ist halt, finde ich, auch nicht ohne so, ne? Also als Künstlerin mehrere Abteile, sage ich mal, zu beherrschen. Liebe Marie, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr auf deinen Auftritt nachher. Und ich finde, du kannst sehr stolz sein, wo du angekommen bist. Und ich meine, dein Weg ist ja noch nicht. Du bist ja noch am Anfang. Ja, das stimmt. Aber danke. Vielen Dank. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Und nach einer kurzen Pause im Hotel geht es wieder zurück zur Location. Wir sitzen wieder im Taxi. Mal wieder. Ella sieht immer noch so zauberhaft aus wie vorher, aber... Even better. Even better, ja. Mehr Schminke, also beziehungsweise Bühnen-Make-up. Ja, frisch gemacht. Ja. Frisch gemacht, Haare sehen toll aus, so wie ich sie ja... So wie ich sie gerne hätte. Nee. Aber wir haben fast so ein bisschen so den gleichen Schnitt gerade, oder? Ja, aber du hast mehr Stufen. Mehr Stufen, ja. Mhm. Und mehr Haare wahrscheinlich als ich. Mehr Stufen, mehr Haare, mehr Probleme dadurch auch. Wie hoch ist die Anspannung von 1 bis 10 jetzt? Eine gute 3. Echt? Nee, ich bin nicht aufgeregt. Nee. Ich bin momentan gar nicht aufgeregt, aber das kommt meistens dann die 10 Minuten vorm Auftritt. Okay. Wo ich dann merke, so in dem Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mich gar nicht groß zurückziehen kann, weil wir ziemlich knapp kommen. Und das ist eh immer ein bisschen aufregender. Also man hat dann nicht so viel Wartezeit und geht dann gleich rauf. Aber das kommt schon noch. Ne? Und wir machen dann auch immer den Energiekreis mit meinen Jungs zusammen. Echt? Und da bitzelt es dann schon immer ein bisschen in den Fingernägeln, in den Fingerspitzen. Und ich habe dann so ein Gefühl, jetzt muss es raus. Energiekreis klingt gut. Haltet ihr euch an den Händen und sagt euch etwas? Oder? Nee, wir halten uns an den Händen und dann spielen wir so und dann lassen wir so einen Ton entstehen, so ein undefinierbares. Also wirst du es ja hören gleich.
Und vor Ort geht dann alles wahnsinnig schnell. Kurz die Musiker begrüßen, letzte Abstimmungen besprechen und dann kommt schon der Energiekreis. Das Zeichen, dass es gleich auf die Bühne geht. Hey! Viel Spaß! Ja, und dann ist es soweit. Ella ist da. It's Showtime. Konzert ist für Ella aber noch lange nicht Feierabend. Fleißig schreibt sie Autogramme, macht Fotos mit ihren Fans, nimmt sich Zeit für ein paar persönliche Worte. Erst kurz vor Mitternacht darf sie endlich wortwörtlich in der Garderobe die Füße hochlegen. Sie ist müde und glücklich. Ich fand das Club, diese Club-Atmosphäre, fand ich gut. Und du? Fandst du gut? Ich habe es auch total toll gefunden. Aber ich habe mir am Anfang nicht vorstellen können, dass wir diesen Raum verwandeln in was Geniales. Weil aber erstmal hat sich das komisch angefühlt, ne? Weil es ist nicht normalerweise die Location, in der ich spiele. Die hat irgendwas Hartes, die rockt nach Alkohol, nach Kotze, nach Schweiß, nach dem ganzen, nach so Leben. Und ich bin ja viel so in Theatern unterwegs. Aber Ella, nach Geschichten roch es. Es roch nach Geschichten und das finde ich ja auch lebendig und das finde ich auch das Tolle daran. Und ich glaube, ich habe es geschafft, irgendwie diesen Raum zu nehmen, wie er ist und die Leute haben es genossen. Kommt man jetzt runter oder geht man ganz aufgedreht ins Bett nachher? Na, erstmal freue ich mich hier auf das Get-Together mit all denen, die gekommen sind und werde noch ein Bierchen trinken, nicht übertreiben, ne? Nicht zu viel tanzen und schreien. aber das ist für mich auch total wichtig. Ich sitze abends gerne noch zusammen und komm irgendwie runter. Ich kann nicht gleich ins Hotelzimmer gehen und mich zurückziehen. Da ist zu viel übrig, da ist noch so viel da. Da würde ich irgendwie bis 5, 6 Uhr morgens wahrscheinlich wach bleiben. Hast du jemanden, den du dann irgendwie nochmal anrufst, den du das irgendwie erzählen möchtest? Ich hab zum Beispiel immer jemanden, wo ich denke, ich muss mich nochmal mitteilen, was ich alles erlebt habe und dass ich das irgendwie besser verarbeiten kann. Geht es dir so? Nee, weil ich trete ja so oft auf und es gibt jetzt niemanden, den ich schreibe, dass es irgendwie gut gelaufen ist oder so. Also ich meine, ich bin, mache ich eigentlich nicht. Also ich muss dann nachher jemanden anrufen, um runterzukommen. Ja? Okay. Ja, aber du bist ja auch jetzt demnächst verheiratet und sehr, sehr glücklich in deiner Beziehung. Du rufst ja dann deinen Liebsten an und so, ne? Also meine Freunde, die stehen jetzt gerade selber auf der Bühne noch. Wen soll ich da anrufen? Also so. Die Mama. Mama. Ja. Die Mama geht immer, finde ich. Und wo wir am Ende noch von Männern sprechen, bin ich doch kurz neugierig und will wissen. Was braucht denn ein Mann, um eine Ella endlich zu begeistern? Ich finde es wahnsinnig sexy, wenn sich Männer gut bewegen können, wenn sie tanzen können. Das können die wenigsten Männer. Aber damit kann man nicht. Das ist eine harte Selektion. Erobern. Doch, auch das. Naja, aber okay, das Herz ist tatsächlich nochmal was anderes. Ich finde Humor toll. Ich finde Aufrichtigkeit berührt einen ja immer, wenn du das Gefühl hast, du triffst irgendwie einen echten Menschen. Und was mag ich denn noch so? Muss er denn tiefsinnig sein? Oder weil du das schon bist, brauchst du eher jemanden, der dann mal sagt, so, jetzt haben wir mal genug gedacht, jetzt gehen wir raus und hören auf zu denken. Nee, es braucht schon, glaube ich, so einen Partner in Crime. Also jemanden, der mit dir auch dahin gehen kann, wo du denkst und wo du bist. Ansonsten fühlst du dich ja gar nicht gesehen und verstanden. Du willst ja irgendwo, ne? Also andocken. Ja. Die Komplexität deines Wesens oder so. Das ist, wenn das jemand erkennen kann, das schweißt ja irgendwie zusammen und du fühlst dich irgendwie verstanden. Das ist dieses Band, das nie abbricht. Finde ich schön. Unendlich Musik. Endlich. Unendlich. Ja. Dein Unendlich-Zeichen. Ja. Glauben wir an die unendliche Liebe? Oder? Ja, ja? Glaube ich. Ich glaube an die Unzerstörbarkeit der Liebe. Das war was anderes, oder? Ja, aber das ist so. Und ich glaube auch an die Kraft der Liebe. Und momentan bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Es ist ein ganz, ganz anderer Modus. Und eine Beziehung hat es tatsächlich momentan schwer. Aber es ist nicht unmöglich und Das ist schön.
Ich bin gespannt, wer dein Herz erobert, liebe Ella. Das schauen wir. Und hier sind wir leider auch schon wieder am Ende von meinem Besuch bei Ella endlich. Ich bin müde ins Auto gestiegen und Ella hat sich mit ihrer Band noch einen wohlverdienten Abschlussdrink an der Bar gegönnt. Es war ein echt langer, aber doch sehr aufregender Tag, wie ich fand. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit Ella on Tour zu sein und mitzuerleben, dass man als Künstler auch sehr flexibel sein muss und dass nicht immer alles nach Plan läuft und auch nicht immer alles so glamourös ist, wie man sich das als Zuschauer ja oft ausmalt. Aber was ich auch echt spannend fand, wie wichtig es ist, sich im Leben treu zu bleiben, sich wertzuschätzen, ganz unabhängig von der Meinung aller anderen. Ihr Lieben, mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wie immer freue ich mich natürlich über Nachrichten und Fragen zu der Folge von euch. Ihr könnt mir schreiben über Facebook oder über meine Website www.schlagergeflüster.de oder auf Instagram. Also schreibt mir fleißig. Ich freue mich immer. Und vergesst nicht, mich auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir eine schöne Bewertung dalasst. So, jetzt setze ich mich schon an die nächste Folge für euch. Und deswegen sage ich bis in 2 Wochen. Alles Liebe, bleibt gesund und munter. Eure Sava. Schlagergeflüster. Sava Hill besucht die Stars.